Der Weg wird auch immer schmaler. Da geht es jetzt runter. Durchschlageübung. Dann gibt es Spritzpup oder Bauchweh. Da geht es jetzt drüber. Yippie! Hältst du mir die Türe auf? Oh, ist das geil. Juhu. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist nur Geröll, gell? Auf dem komischen Wanderweg hier. Moin Leute, grüßt euch. Da ist wieder der Onkel David. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mal mit auf eine kleine Wanderung. Wir haben nämlich hier eine Klamm und die wollen wir heute mal durchlaufen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dranbleiben. Let's go! Guckt mal, da geht's runter. Ja, ich habe heute mal den Michi dabei. Netter Kollege von mir. Hat auch mal Bock gehabt, wieder ein bisschen rauszugehen, ein bisschen laufen. Das tut einem gerade richtig gut in dieser schwierigen Zeit gerade. Um einfach mal die Rübe freizukriegen, gehen wir jetzt einfach mal laufen. Und dann nehmen wir euch jetzt mit. Michi, renn doch nicht schon wieder davon. Warum machst du sowas? Weil es cool ist. Weil es cool ist. Du Dulli. Jetzt bin ich der Dulli. Du bist jetzt der Dulli. Ich bin jetzt der Dulli. So, wir kommen immer tiefer in die Klamm. Der Weg wird auch immer schmaler. Und ich zeige euch mal was. Da geht es jetzt runter. Das sind noch locker flockig, was sagst du? 50 Meter? 40, ja. 40, 50 Meter. Da gehen wir jetzt runter und dann laufen wir da mal entlang. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Video, ein bisschen Schnee gucken. Liegt ja nicht überall. Wir haben jetzt schon wieder, aber mal was anderes. Hättet ihr wieder Bock an so Schneevideos, wie ich Anfang des Jahres gemacht hatte, mit dem Auto einfach durch die Botanik gondeln? Und euch diese Schneemassen zu zeigen, wenn mal wieder so viel kommen sollte. Ihr müsst hier nur aufpassen, der Weg ist halt noch schmaler geworden gerade. Ja, hier wird er jetzt wieder ein bisschen breiter, aber das ändert sich, glaube ich, gleich wieder. Ich haut's doch gleich aufs Maul. Durchschlageübung. Durchschlageübung? Okay. Haha. Geschafft, abgekürzt. So, ich sehe schon Wasser, da können wir nachher Tee kochen. Und einen kleinen Wasserfall. Aber die Leute sehen gerade nur dich. Ich überhole, links blinken und vorbei. Oh weh. Yeah.
Ist doch einfach Bombe, oder? Ich finde sowas geil. Was haltet ihr von sowas? Natur, bisschen Wasserfall. Einfach nur geil. Und das im Winter. Da ist das Wasser, da will ich wieder hin. Ja, schauen wir mal. Meine Kondition ist voll am Arsch. Puh. Das geht ja nur noch hoch wieder. Ich will ans Wasser. So, Freunde, ihr habt schon lange keinen Weg mehr gesehen. Hier haben wir wieder Weg und da unten haben wir Wasser und da haben wir Hügel. Ich bin total im Arsch, bin nichts mehr gewöhnt. Puh. Aber es macht mega Spaß, rauszugehen und einfach draußen rumlaufen. Frische Luft, Wetter ist auch geil, leichter Schneefall, mega. Wir hoffen jetzt übrigens, dass hier jetzt dann irgendwann mal ein Zugang wieder zum Wasser kommt, weil wir Durst haben. Wir haben einen kleinen Gaskocher mit, wir wollen uns Wasser abkochen, weil keine Ahnung, wir sind in einer ländlichen Region, nicht dass irgendwo eine Kuh oder ein Eichhörnchen im Wasser liegt. Und dann gibt es Spritzpup oder Bauchweh. Aber mir kommt es vor, wie als ob wir wieder hochlaufen. Aber irgendwo muss es ja auch mal wieder runtergehen. Was hast du jetzt vor? Ja, ich glaube, da kommen wir nicht rüber. Es sei denn, Schuhe aus. Aber guckt mal hier. Da ist wieder so ein schöner kleiner Wasserfall. Und da hinten auch. Schaut echt Bombe aus, oder? So, Leute. Da geht's jetzt drüber. Da drüben an der anderen Seite wieder hoch, dahin und da tun wir dann vielleicht uns einen schönen Tee kochen. Schreibt für die Kommentare. Geschafft, Freunde. Einmal Bachüberquerung. Ja, jetzt sind wir hier auf dieser kleinen Steinbank und kochen uns jetzt erstmal in Wasser ab, weil ich habe brutal Durst, ist alles schon klebrig. Einfach eklig im Mund.
aber glasklares Wasser. Michi, hey, kannst du mal das Teezeug rausholen und den Kocher? Ich muss was trinken, ich habe so eine Beppschnute. Wir nehmen das Wasser. Ja, das Wasser nehmen wir. Ja. Scheiße. So, was hast du denn drin in deinem bunten Täschle da? Oh, Gaskocher, schön. Jetzt gibt's gleich trinken. Ah, Tasse. Ha, Leute, kennst du den noch? Ist noch Schwedenschwarz. Geil. Ja, vielleicht können wir uns da drauf hocken. Ein bisschen Elefantenhaut dabei. Ja, pack aus. Schön auspacken immer. Immer auspacken, das Gerät. Das ist gut. Wird noch gerade stellen. Was ist los? Gegen wir. Alles gut. Wird überbewertet, oder? Absolut. Durst. Das sieht aber auch schön ausschauen. Guck mal, da ist ein Stein, der ist gerade. Pass auf. Hier. So. Der sah gerade aus. Ah, da geht's. So, so ist gut. Komm mal her mit deinem Kochgeschirr. Der Typ ist nicht mehr ganz dicht. Du bist ein Dulli und nachher holst wieder rum, du hast kalte Füße. Nein. Ist das gerade ein Test, oder? Das ist ein Test. Leute, die sind klitschnass. Aber meinte? Ah, Gore-Tex, okay. Kommt nix durch. So, schalten wir mal ein, das Gerät. Okay. Na, halt mal fest. Oh, Feuer! Geilo! Leute, kleine Blubberbläschen sehe ich schon am Boden. Geil, gleich geht's los hier. Ja, lecker, sieht anders aus. Vielleicht hätten wir die Beutel erst reintun sollen, wenn das Wasser kocht. Egal, kann man trotzdem trinken. So, Freunde, wir trinken. So, Freunde, Tee ist fertig. Wasser blubbert. Jetzt wird getrunken. Michi, walte deines Amtes. Und da hat es schon reingeschneit. Egal. Gut. Mach deine voll. Nein. Warte. Übrigens, Freunde, die wären biologisch abbaubar. Wir nehmen sie aber trotzdem wieder mit nach Hause. Ja, immer ausmachen. Wichtig. Yippie! Und jetzt gib ihm! Oh fuck, ist der heiß! Scheiße, ich kann dir noch gar nicht trinken! Wir können hier ein bisschen Schnee reinmachen. Ja, komm, wir gucken, was haben wir. Müssen wir halt noch kurz warten. So, gucken wir mal, ob wir ihn jetzt trinken können. Mmh. Oh, Freunde, ein Gedicht. Ist so schön, einfach mal die Ruhe genießen hier. Und das Plätschern von dem Wasserfall ist irgendwie entspannend. Und da wir ein bisschen zu klein sind für unseren Umfang, trinken wir den Tee selbstverständlich ohne Zucker, ne? Ja, kein Sinn, wenn wir hier draußen rumrennen, gesund, Natur und hauen uns dann die ganzen Giftstoffe rein.
Fastfood. Genau. Prösterchen. So Leute, der Tee ist gleich leer. Wir packen jetzt zusammen. Dann satteln wir die Hühner und reiten weiter. So, ein Schluck noch. Jetzt müssen wir darüber wieder. Und jetzt heißt es da nicht reinfallen. Bei 10.000 Likes geht er rein. Du hast ja wohl eine Macke. Ja, vielleicht. Siehst du? Voll Kacke. Na, es funktioniert. Meine Schuhe sind noch besser wie meine. Yippie. Wir sind wieder auf dem Weg. Jetzt müssen wir ein bisschen Strecke machen hier, dass wir auch pünktlich wieder da sind. Wo auch immer das sein soll. Ja, Leute, guckt mal, hier hat der letzte große Sturm ordentlich was umgeknickt. Hier sieht man schon gar nicht mehr viel Wasser. Aber wir müssen jetzt da lang. Hopp, 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 hopp. So, jetzt sind wir hier oben. Da kann ich euch das noch mal besser zeigen. Hier ist ganz schön Bruchholz. So, jetzt geht's wieder hoch. Ich glaube, jetzt haben wir unseren Teil für heute geschafft. 3 Stunden? Hä? 3 Stunden? Gut. Waren wir jetzt 3 Stunden unterwegs? Ja. Okay. So Leute, ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Hat geschneit heute Nacht. Mega geil. Musste mal wieder raus, bisschen frische Luft holen. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich riesig freuen. Und wenn ihr mehr Bock auf solche Videos habt, auch mal mit Übernachtung, dann schreibt es mir das mal in die Kommentare und dann machen wir das auch mal. Ne? Also haut rein, bis bald, euer Onkel David. Ciao. I know I'm